ist ein Roman. Was auch geschieht, es fängt immer an. So wie in jedem anderen Roman mit Liebe, Liebe. Auf jede Seite ist man gespannt, denn jede Zeile ist interessant. So wie erzählt kein anderes Buch von Liebe. So wunderbare Romane, wie man sie im Leben erlebt, liest man nie. Dazu gehört wohl noch mehr als ein Dichter mit viel Fantasie. Das ganze Leben ist ein Roman, das ganze Leben liest man daran. Auf ein Kapitel kommen zwei Drittel Liebe. Ich hab wirklich viel gelesen, bin ein Bücherwurm gewesen. Und ich fand alles schön und wunderbar, so fern von Liebe nur der Rede war. Doch als ich mich selbst verliebte, fasste ich kein Buch mehr an. Ich war, wie man so sagt, immun. Ich hatte Tag und Nacht zu tun, denn ich erlebte selbst Romane daheim. Das ganze Leben ist ein Roman. Was auch geschieht, es fängt immer an. So wie in jedem anderen Roman mit Liebe, Liebe. Auf jede Seite ist man gespannt, denn jede Zeile ist interessant. So viel erzählt kein anderes Buch von Liebe. So wunderbare Romane, wie man sie im Leben erlebt, liest man nie. Dazu gehört wohl noch mehr als ein Dichter mit viel Fantasie. Das ganze Leben ist ein Roman, das ganze Leben liest man daran. Auf ein Kapitel kommen zwei Drittel Liebe.